Da sind wir auch wieder. Und ich hoffe diesmal, dass die Musik passt und nicht zu leise ist, zu laut, wie auch immer. Ich weiß nicht wieso, aber jedes Mal, wenn ich in meine Aufnahmen reingegangen bin, war alles in Ordnung. Erst als ich das bei YouTube hochgeladen habe, wurde die Musik auf einmal so laut. Können natürlich am Aufnahmeformat liegen. Ich werde nochmal reinschauen, wenn die Folge wieder in Ordnung ist, dann ignoriert das, was ich gesagt habe. Wir haben, oh mein Gott, epischer Startbug, brauchen wir nicht. Savior Hero, Madman. Dann nehme ich doch lieber die Hydra, ne? Aquas, Bazookas, jo, das sieht gut aus. Fortified, keine Arcane-Rüstung mehr. Aber ich glaube, damit kommen wir zurecht. Ja, dann machen wir hier einen schönen Oathbreaker Start mit drei Workern. Oathbreaker Infiltrator finde ich immer noch ziemlich stark. Mal gucken. Gleich wechselt das Lied. Da bin ich gespannt, ob das dann wieder zu laut wird. Könnte auch daran liegen, ne, dass die Lieder nicht richtig eingestellt sind. Ich habe nur 95 Value. Der hat 95 Value. Kein Snapshot. Easy, fünfter Walker ist durch. Wir schicken auf Pyro. Pyro liegt die Brute auf 3, wenn er nichts baut. Das ist ein Gral. Ich will auf 3 schicken. Er geht auch ein Gral. Und auf mich schickt der Gral, ne? Sechster Walker ist greedy. Dieses Random Angreifen ist eigentlich ganz nett, weil ich stelle mir ganz nett mit dem Butcher vor. Passt perfekt mit dem Infiltrator. Exakt das Flip. Haben jetzt schon 40, können jetzt in Worker gehen. Und haben dann noch genug Gold für noch einen weiteren, für den Chained Fist. Dann geben wir ihm einen Schurigen. Chained Fist stellen wir hier. Haben wir hier so Double Frontline. Und dann passt das auch. Saved weiter. Gargoyle, Gral. Interessant. Der ist Walker gegangen. Und ich weiß nicht, ob er jetzt was gesetzt hat. Und ich glaube, ich kann den fünften Walker nicht gehen. Weil er hat zwei Walker definitiv. Ich schicke die Brute jetzt. Ich hab nur einen 40er, das ist interessant. So, wir geben ihm hier jetzt zwei Shurikens, platzieren hier noch ein Aqua und hier noch diese. Oh, Lena knuspert. Geben volle Shurikens mit. Wir schaffen gleich auf 4 noch eine Brew. Die saven weiter, interessant. Dann geben wir gleich ein Fire Element und dann lassen wir die hier durchdenken. So. Er hat nichts gebaut, das heißt, er liegt die Brood. Wenn ich mich recht entsinne, müsste er die Brood liegen. Hat er das da vorgesetzt? Hä, habe ich was verpasst? Jetzt bin ich verwirrt. Reicht nur für eine Rock Wave. Ich könnte auch beide verkaufen. Oder ich gehe noch einen Infiltrator. Ja. Frag mal nochmal hoch. Und hier noch einen. Er hat gar nichts gesetzt. Oder haben sie das schon wieder geändert? Sehr gut, das haben wir. Gehen wir unseren sechsten Worker. Eigentlich können wir hier sogar 7 Worker gehen. Können
Können wir die Fiend bitte fokussen? Dankeschön. Eieiei, das war ja schon knapp. Zwei Schulden auf beiden Seiten. Damit sie definitiv nicht in den Fokus geraten. Dann haben wir hier nach 150 Gold. Das wäre ein Fire Element. Ich glaube, dafür gehen wir auch. Ja. Gehen jetzt auf 6 mit Double Brood. Er hat Masken. Ich könnte auch einen Hermit schicken auf 7. Er hat noch einen Tempest. Ist natürlich noch mehr Fortified Armor, ne? Nee, wir gehen dafür Double Brood. Schöne Double Brood auf 6. Wird ihm schmecken, dass der King raus, hat jemand einen 8 Rock oder Saven? Sie saven. Der Greedy, ne? Na, der 8. Worker wäre definitiv Greedy. Ich halte gerade meine Hand vor dem Mund, deswegen war ich kurz ein bisschen leise. Tut mir leid, vielleicht war ich auch nicht leise, muss ich noch nachgucken. Fire Element. Schurigens oder keine Schurigens? Ich glaube aber, ich gehe nochmal für hiervon 2. Und dann gebe ich ihm 2 und ihm einen. Gehen um zweite Brood. Und dann bin ich mal gespannt, was er dagegen jetzt gesetzt hat. Die saven auf 7, das ist okay. Er hat gar nichts gesetzt, er hat die Zeus gesetzt. Ich glaube, das wird ihm nicht helfen. Da kommt eine Menge durch. Eieiei. Wäre natürlich schlecker gewesen, wenn jetzt die Brut noch mit durchgekommen wäre, aber dann kommt halt 66% liegt, das ist okay. Job. 150. Ich glaube, ich gehe für eine Rockwave. Ja. Das ist eine Rockwave und vielleicht noch ein Aqua. Und ich resende einen Hermit. Weil er hat so viel AOE. Safety Move wäre natürlich deutlich schmackhafter als ein Hermit, aber ich glaube, ich schaffe nicht mehr als 80. Ich bin gerade sogar am Zweifeln, ob ich überhaupt die 80 schaffe. Weil der King klärt das dann doch ziemlich schnell weg, ne? Vor allem Income nicht mehr, definitiv. Aber da schicke ich wieder eine Brood. Brood it is. So. Ihr könnt gerne vorlaufen, euch muss ich nicht buffen. Gehe ich nochmal davon 2. Ja. Und eine Snail. Ich bin auf 800 Value, müsste passen. Kennen wir, das sollte gut sein. Vor allem die Aquas fokussieren ziemlich gut. Mehr 3 Worker, das müssen wir eigentlich halten. Rockwave hat weniger die meisten Fire Element, ne? Ja gut. Weiß man dann jetzt auch. Er liegt nochmal 60% wegen der Brood. Lustig. Hängt gerade das Fire Element? Ja. Sehr gut, haben wir das. 10 Worker, das ist GG. GG. Hat mich gefreut. Ich hoffe, der Ton war diesmal besser. Und vielleicht bin ich auch diesmal einfach komplett zu leise, weil ich alles runtergeregelt habe. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Victory. Schauen wir nochmal kurz. Ach nee, Stats. Stats. Ich vergesse schon. Stats. Hier sind die Stats. So, und jetzt haut rein. Viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal.